Das ist eine sehr lange Mission. Geheime Forschung. Die Jagd auf Erpressungsmaterial. Gesammelte verfängliche Informationen. 1 von 30. Caprice-Münze. Wer mit Geld um sich wirft. Alles klar. Ich glaube, jetzt haben wir aber alles, oder? Kann ich jetzt hier, oder muss ich da unten jetzt noch ein Gespräch irgendwie verfolgen oder sowas? Nee, ne? Irgendjemand zu was erzählen hier? Irgendein Gelaber oder so? Die habe ich schon geholfen. All diese Schlipsträger hier. Grauenvoll! Okay, jetzt wollen wir Hallo sagen. Lass mich rein. Inquisitor, einen Moment bitte. Ich bin mir sicher, ihr seid im Umgang mit den meisten Adligen vertraut. Aber das Spiel ist etwas anderes als die Intrigen in den Freien Marschen. Es geht nicht einfach nur um Etikette und Protokoll. Jedes Wort, jede Geste wird abgewogen und daraufhin bewertet, ob ihr Schwächen offenbart. Ich werde vorsichtig sein. Klingt, als wären sie nett. Sie machen mir keine Angst. Nee, ganz ehrlich. Ich hasse diese Spielscheiße. Ich lasse mich doch nicht von irgendwelchen aufgeblasenen orlesianischen Adligen einschüchtern. Diese Leute brennen als Ablenkungsmanöver ganze Städte nieder und ermorden einander, um ihre wahren Ziele zu verschleiern. Das Spiel ist wie eine Partie Sündenfall und der Einsatz der Tod. Deckt eure Karten niemals auf. Wenn ihr die Kaiserin trefft, ruhen die Augen des gesamten Hofes auf euch. Ey, geil. Im Nichts mit dem Dämon der Angst werdet ihr sicherer. Ey, cool, er fährt immer eine Nase bohren, ey. Warnt auch die anderen, wie erfreulich. Bringen wir es hinter uns. Ich würde am liebsten 3 machen. Das würde am liebsten zu mir passen. Aber Nummer 1 wäre lustiger, weil... Wir haben Sarah dabei. Es wäre vielleicht ratsam, auch die anderen zu warnen. Vor allem Sarah. Und sagt es ihr besser zweimal. Ich werde versuchen, es taktvoll zu vermitteln. Es wird schon alles gut gehen. Möge Andraste über uns wachen. Möge Andraste über Sarah wachen. Oder über die Adlige besser. Snowflare. Sieht aus wie ein Vieh, was irgendwie sich in Schaum tollt? Oder in der Wolke? Jetzt gibt's nochmal eine aufmunternde Musik. Achso, ich wollte mir... Ach ja, Vestibül. Es ist sehr schwül draußen. Gehen wir erstmal ins Vestibül. So, erstmal dahin, wo keine Sau ist. Aha. Hier haben wir die ruhige Kammer, wenn mal zwei Leute sich ein bisschen Liebe machen wollen. Da. Ich wünschte, es gäbe mehr Neuigkeiten aus der großen Kathedrale. Gute Nachrichten sind ein immer seltener. Gute Nachrichten sind immer ein seltener Luxus. Okay, haben wir schon mal Kallen. Okay. Oh Gott, wie sieht die... wie Cassandra aussieht. Diese Paradeuniform ist lächerlich. Eine formelle Rüstung wäre besser gewesen. Diese Paradeuniform ist lächerlich. Okay. Eine formelle Rüstung wäre besser gewesen. Adliger. Es würde mich nicht überraschen, wenn er den Inquisitor nur zum Spaß hier gebeten hätte. Aber wir stehen uns prächtig. Es heißt, Selene hätte den gesamten Flügel umgestalten lassen, aber der Zeitpunkt ist denkbar schlecht gewählt. Warum tut sie so etwas ausgerechnet jetzt? Wie konnte sich die Kaiserin die Renovierung des Palastes leisten, während sie Krieg führt? Angeblich war es gar keine Renovierung. Es heißt, der Palast wurde von Gesparts Katapulten beschädigt. Er hat auf den Winterpalast geschossen? Das ist ungeheuerlich. Ich hatte mich schon so auf die Gärten des Königs... Boah, Alter, wie quatschen die denn? Sie sollen ja die prächtigsten Gärten des Reiches sein.
Ein Jammer, dass der Flügel gesperrt ist. Okay. Ach so, jetzt kann man nicht mehr reden? Okay. Interessant. Jagd auf Erpressungsmaterial, so kann man es auch in die Höhe treiben, indem man einfach irgendwo rumsteht und Gespräche belauscht. Ich habe da irgendwas mit Brustimplantat gehört. Interessant. Gott. Wusste ich noch gar nicht. Gut, 3 von 30. Jedenfalls dürfte ein Bündnis zwischen der Inquisition und Gespard Selene nervös machen. Ihr wisst ja, wie religiös sie ist. Naja, gut. Wer wird heute Abend die Interessen von Orsama vertreten? König Edukin hat der Kaiserin sehr viel Geld gegeben, in der Hoffnung, dass der Handel mit Lebensmitteln bald wieder aufgenommen wird. Was machen Kater, was machen Zwerge hier? Der Winterpalast, die große Bibliothek von Lam Shirai. Ja, gesperrt, gesperrt. Alles ist ja gesperrt. Nirgendwo kannst du hier langlatschen. Warum ist der Handel mit Lyrium so stark eingebrochen? Und natürlich erfordert Schlüssel zum königlichen Flügel. Ich frage mich allerdings jetzt, wie häufig kann man jetzt hier lauschen? Wie kann man das hier nur als Vestibül bezeichnen? Das ist eine Empfangshalle. Der Gästeflügel ist im Augenblick nicht öffentlich zugänglich, Inquisitor. Ich glaube, wenn man da ganz häufig nochmal die Aktionstaste drückt, verliert man sogar Ansehen. Ich habe Gespard nie für fromm gehalten. Er verspricht sich durch die fromm. Wohl einen militärischen Vorteil. Okay, aber irgendwie kann ich jetzt hier nichts mehr. Nö, hier gibt's nichts mehr. Also hier komme ich hier sowieso später mal. Aber so läuft die ganze Mission ab, indem man die ganze Zeit hier. Indem man die ganze Zeit hier rumläuft und irgendwelche Gespräche mit anhört oder sowas. Diese Paradeuniform ist lächerlich. Eine formelle Rüstung. Ah, da haben wir Großherzog Gespard. Tag auch, Kumpel! Ich fühle mich wie die ganze Zeit beobachtet von diesen ganzen Schlipsträgern. Und nun begrüßen wir Großherzog Gespard de Chalon und an seiner Seite Lord Inquisitor Trevelyan, Sohn von Ben Trevelyan von Ostwick. Hirte und Leine des abwegigen Templerordens, Läuterer der Ketzer aus den Reihen der Gläubigen. Was für ein dummes Geschwätz, so war es gar nicht. Streiter der gesegneten Andraste. Seht ihr diese Gesichter? Köstlich. An der Seite des Inquisitors, Sucherin Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena. Ja, macht weiter. Pentagast. 14. Cousine des Königs von Evara, Heldin von Olay, rechte Hand der Göttlichen. Madame Vivienne, erste Verzauberin vom Zirkel der Magi, Verzauberin des kaiserlichen Hofs, Mätresse von Herzog de Gisler. Ihre Ladyschaft, Chocomilla von Sack. Sir Cullen Stanton Rutherford von Honleaf.
Kommandeur der Streitkräfte der Inquisition, ehemaliger Kommandant von Kirkwall. Lady Leliana, Nachtigall des kaiserlichen Hofs, Veteranin der fünften Verderbnis, Truchsess der Inquisition und linke Hand der Göttlichen. Und Lady Josephine Charette Montillier von Antiva, Botschafterin der Inquisition. Okay. Jetzt sind wir, glaube ich, durch. Das ist ein ganz großes Problem, ist, wenn man hier zu weit geht, dann wird das alles übersprungen. Weil ich finde das interessant, wie der die ganzen Leute immer anredet. Und da wäre halt der Bulle auch richtig lustig gewesen. Ja. Bevor ich jetzt hier noch Minus bekomme. Base, werte Schwester. Großherzog, es ist uns stets ein Vergnügen, wenn ihr uns beehrt. Spart euch eure Höflichkeiten, Selene. Wir haben viel zu besprechen. Wir werden verhandeln, sobald wir unsere anderen Gäste begrüßt haben. Oh Gott! Inquisitor? Ciao! Lord Inquisitor, herzlich willkommen im Winterpalast. Darf ich vorstellen, unsere Base, die Großherzogin von Leeds. Ohne die dieser Ball nicht möglich gewesen wäre. Leeds? Was für ein unerwartetes Vergnügen! Ich wusste gar nicht, dass die Inquisition uns die Ehre erweist. Wir unterhalten uns später, Inquisitor. Ja, das glaube ich. Euer Kommen ist wie ein kühler Wind an einem Sommertag. Jetzt benutze ich wahrscheinlich wieder das Falsche. Das Wetter. Ich glaube, das Wetter könnte umschlagen, ist, glaube ich, die beste. Hoffen wir, dass der Wind kein Vorbote eines Sturms ist. Selbst die Weisen wissen nicht um die Natur eines Windes. Wir sind der Gnade des Himmels ausgeliefert. Wie gefällt euch Halam Shiral? Zwei, jetzt noch. Mir fehlen die Worte dafür. Und Nummer eins ist jetzt wieder direkt. Eben war ja zwei richtig. Ich tendiere wieder zu zwei. Ich kann es nicht beschreiben. Mit Worten würde ich der Schönheit Halam Shirals nicht gerecht. Eure Bescheidenheit ehrt euch und spricht für die Inquisition. War das falsch? Wir hoffen, ihr werdet euch im Ballsaal amüsieren, Inquisitor. Wir freuen uns schon, euch tanzen zu sehen. Was? Inquisitor, auf ein Wort, wenn ihr kurz Zeit habt. War eins jetzt richtig gewesen? Hätte ich da plus 5 bekommen oder sowas? Ach, scheiße, ich weiß es nicht. Sag mal, Yvette, wie geht es Mama und Papa? Sind sie gesund? Brauchen sie irgendwas? Papa geht ganz in seinem Atelier auf. Mutter ist so wie immer. Das heißt, sie möchte, dass du mir Aufgaben übernimmst. Immer bist du auf ihrer Seite. Ich bin nicht auf ihrer Seite, aber ich sehe es ähnlich. Du könntest dich auf dem Anwesen tatsächlich etwas mehr einbringen. Und lass die Schultern nicht so hängen. Es ist wahr. Die Templer haben zum Glauben zurückgefunden. Dank uns! Ich hoffe, dass das ein gutes Zeichen ist. Ja, das ist eine reine Quatschkampagne. Fast. Hauptsächlich. Alter, das hier ist schön. Lord Severin Ducey. Baron von Jader. Was? An der Seite des Barons. Was? Lady Arlette und ihr gemeinsamer Sohn Lord Edmund, Schüler der Komponistin Emmeline von Montsimart. Was? Was wollt ihr von mir? Wie einfach die Kaiserin Selene steht. Mit Gaspard und das da ist dann Briella. Drei Klone. Lord Marcelin, der Comte de Travers und seine Gemahlin Lady Elodie, Gönnerin der Künstlerin Chantal von Val-Royaux. Gönner. Und Sébastien Vauclin, Chevalier des Reichs und Geliebte des Comte. Was hat sie in die Westgrate geführt? Die Gegend ist eine Wüste. Also wenn ich auf so einer Feier wäre, dann wäre ich eher hier draußen. Hoffe, dass die ganze Scheiße bald vorbei ist. Gibt es etwas Neues von euch? Habt ihr mir gerade nicht an den Hintern gefasst? In die Schlacht. Ich bin nun mal ein schwacher Mann. Was? Wo wir beim Thema sind, sind hier eigentlich alle von der anderen Seite? Inquisitor,
Kann ich euch irgendwie helfen? Je schneller wir diesen Attentäter finden, desto besser. Habt ihr mir gerade an den Hintern gefasst? Was? Ist euch irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, aber ich lasse es euch unverzüglich wissen, wenn sich das ändert. Habt ihr einen Rat für mich? Gesellschaftliche Ereignisse der Orlesianer sind nicht mein Fachgebiet. Es gibt hier nur wenige, denen wir trauen können. Seid vorsichtig. Wen sollte die Inquisition eurer Meinung nach unterstützen? Gaspards Anspruch auf den Thron ist berechtigt. Orle braucht jemanden, der auf die derzeitige Krise reagieren kann. Ein militärisch denkender Herrscher scheint mir da die beste Lösung zu sein. Ihr habt hier eine stattliche Zahl von Bewunderern. Wer sind all diese Leute? Ich weiß es nicht, aber sie wollen mich einfach nicht in Ruhe lassen. Sehe ich es richtig, dass ihr euch nicht sonderlich amüsiert? Im Augenblick sind mir sogar meine Kopfschmerzen lieber als diese Gesellschaft. Wegen Lyrium-Entzug oder was? Wir unterhalten uns später. Ich warte auf euer Signal. Ich warte auf euer Signal. Das klang irgendwie leicht erotisch. Was? Gesellschaftliche Druckmittel? Was? 0 von 30? Was? Vielleicht können wir später plaudern, Inquisitor. Das muss man sogar. Ja, Vivienne scheint sich ja gut zu fühlen, ne? So, da wären wir. Ihr habt euch weit weniger blamiert, als ich befürchtet hatte. Gut gemacht, mein Lieber. Weniger? Habt ihr irgendwelche Ratschläge, wie ich mich im Ballsaal verhalten soll? Sprecht mit dem Rat der Herolde. 6 von ihnen sind heute Abend hier. Das 7. Mitglied des Rates ist indisponiert. Seine Abwesenheit wird die Verhandlungen erschweren. Die Mitglieder des Rates sind die hochrangigsten Figuren des Spiels. Sie sehen alles. Vielleicht wissen sie etwas, das uns weiterhilft. Die Mitglieder des Rates, es sind 6. Das 7. ist nicht da. Ich habe mich immer gefragt, was Orlesianer so sehr an Masken fasziniert. Wir tragen alle Masken, mein Lieber. Nicht nur die Bewohner von Orle. Als Sohn, Geliebter oder Freund seid ihr eine gänzlich andere Person als der Inquisitor oder der Herold von Andraste. Orlesianer haben diese Wahrheit verinnerlicht und tragen sie zur Schau. Indem sie jeder ihrer Identitäten ein eigenes Gesicht geben, denken sie, dass sie ohne Maske sie selbst sein können. Gut, das ist jetzt also irgendwie so ein religiöser Scheiß, der... Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Ich habe Großherzogin Florian länger nicht gesehen. Das ist seltsam. Normalerweise hängt sie wie eine Klette am Rockzipfel der Kaiserin. Ihr scheint euch prächtig zu amüsieren, Vivienne. Das ist das Spiel, Inquisitor. Natürlich amüsiere ich mich. Täte ich es nicht, wäre ich längst tot. Verratet ihr mir, wen ihr auf dem Thron sehen wollt, Vivienne? Was ich will, ist unwichtig, Schätzchen. Orle braucht Stabilität und die kann Kaiserin Selene am ehesten gewährleisten. Das bedeutet, sie ist für Selene. Seht zu, dass ihr bereit seid, wenn ich das Zeichen gebe. Natürlich, mein Lieber. Okay, die Witwe, in Klammern Rat. Das heißt also, sie ist einer der... Sie ist eine im Rat, ein wichtiges, hohes Tier hier. Ich... Vielleicht ein andermal. Man kann mit der reden, das weiß ich. Das habe ich schon mal gemacht. Ich weiß nur nicht genau, wann. Ja, von so einem Typen würde ich auf jeden Fall auch ein Gemälde machen. Weißt du, hast du so ein Meerschweinchen da als Gemälde. Vestibül, da können wir wieder zurück. Kompendium des Orlesianischen Theaters. Wie gesagt, man muss jede kleine Ecke angucken. Überall könnte eine Haller-Statue oder eine Caprice-Münze vielleicht noch sein oder so. Sarah. Sag, Jucken, schlägt seinen Knappen. Er ist eine Sie. Hat einen Bastard. Zu viele Zähne. Inzucht ist schon was Schönes. Sie zählt die ganzen Typen auf, die sie sieht. Die ganzen Menschen hier. Schließt ihr neue Freundschaften? Wie sie euch beobachten. Sie glotzen und kichern und wissen nicht, ob sie euch schon mögen dürfen. Armselig. Habt ihr eine Idee, gegen wen wir ermitteln sollen? Die Kaiserin ist hübsch. Mit Gaspard kann man sich gut besaufen. Und Briella ist urkomisch.
Elfen. Aber unterm Strich geht's um einen Streit mit einer alten Liebe. Mehr weiß ich nicht, aber das erklärt einiges. Sie alle lügen, aber Selene ist zumindest nett anzuschauen. Gut, dass wir hier sind, um ihr den Hals zu retten. Also sie ist auch mehr so für Selene. Irgendwelche verborgenen Schätze von Freunden eures kleinen Netzwerks. Ja. Ihr meint, ob irgendwelche tortenschwingenden Dienerinnen die beiden genug hassen, um das ein oder andere Versteck zu verraten? Ich sage nicht ja, aber wartet. Ja. Hier sind ein paar gute Sachen versteckt. Haltet die Augen offen. Genau. Jetzt gibt's hier so ein paar Lager der roten Jennys. Bis bald. Ich bleibe so lange hier. Lager der roten Jenny, gefundene versteckte Lager. Und sobald man eins findet, halt steigt auch nochmal die Zuneigung und man bekommt so eine kleine Belohnung. Ist er das? Der einzige Überlebende im Tempel der heiligen Asche. Ja. Diese Musik hier. Von der anderen Seite versperrt natürlich. Wolltest du dich überhaupt ich nicht habe zu gehört, sehen, die Inquisition war. Es war vermutlich. Ich finde die Stimme von dir voll süß, von der Schwester. Josephine! Oh, Josephine, ist er das? Inquisitor, bitte erlaubt mir, euch meine kleine Schwester vorzustellen. Yvette Gabriella Montillier. Noch eine Lady Montillier? Es kann in Cedars gar nicht genug Lady Montilliers geben, nicht wahr? Inquisitor, ich habe schon so viel von euch gehört, aber längst nicht alles. Josephine schreibt mir zwar, aber sie erzählt mir nie etwas. Stimmt es, dass ihr rote Templer aufgespürt habt, die Ketzer geopfert und Blut aus den Adern von Magiern getrunken haben? Was? Yvette! Das sagen in Antiva alle. Und stimmt es? Und ob! Oh, es war schrecklich. Magierknochen, soweit das Auge reichte. Ein Teppich aus Schädeln über Bächen von Blut. Wie schrecklich! Was? Was? Der Typ ist auf jeden Fall verdächtig. Das muss der Attentäter sein. Er teleportiert sich einfach ohne Probleme durch das ganze Vestibül. Oh Gott. Das könnte meine einzige Chance sein, zu erfahren, wie Josephine als Kind war. Oh ja, hat sie euch schon die Geschichte erzählt, als sie 10 war und... Yvette, hör auf. Na gut, was ist mit der Geschichte, als wir die Klippen am... Nein. Einmal erzählte sie dem Herzog von... Auf keinen Fall. Sie spielt immer noch mit ihren Puppen, wenn ihr niemand zusieht. Yvette, das ist absurd. Vollkommen lächerlich. Sie spielt immer noch mit den Puppen, wenn niemand hinsieht. Hinter welche Partei sollte sich die Inquisition stellen? Selene hat den Thron seit Jahren erfolgreich inne. Ich sehe keinen Vorteil darin, sie zu ersetzen. Gespard hat militärische Feldzüge geleitet, aber noch nie ein Königreich. Sein Wechsel an die Macht wäre... Nun... Nennen wir es mal chaotisch. Hä? Hinter welche Partei soll... Selene hat den Thron. Gespard hat militärische Feldzüge... Hä? Das geht jetzt auch wieder nicht weg. Erzählt mir von euch, Lady Yvette. Das ist das erste Mal, dass ich eine von Josephines Verwandten treffe. Sie hat gewiss nicht die Künstler erwähnt. Ich habe bei den königlichen Meistern in Antiva Malerei studiert. Du solltest stolz auf mich sein, Josie. Ich werde meine Werke in der nächsten Saison im größten Salon der Stadt ausstellen. Hast du tatsächlich mal ein Gemälde fertiggestellt? Ich muss warten, bis mich die Muse küsst. Und ich muss die Rechnungen deiner Lehre. Oder irgendwas anderes. Genießt ihr den Ball? Ich treffe viele. Die Tanzerei langweilt mich, euer Gnaden. Aber die Galerie der Kaiserin ist überwältigend. Yvette? Tut mir leid, Josie. Sprecht weiter, Josephine. Val Royaux muss fast leer sein, nachdem so viele seiner Adligen hier sind. Sie haben bemerkt, dass die Kaiserin euch besondere Aufmerksamkeit widmet. Allerdings wissen sie noch nicht, wie sie Kapital daraus schlagen sollen. Das wird nicht lange so bleiben, fürchte ich. Jetzt ist es... Gespard hat militärische Feldzüge. Wir sehen uns dann später. Bis zum nächsten Mal. Gut. Stimmt es, dass Andraste den Inquisitor aus dem Nichts gerettet hat? Das stimmt! Und hier ist weiter nichts oder was? Auch nichts in dem Busch hier oder so? Nö. Das ist einfach nur zur Anschauung oder was? Wieso ist das da unten so nebelig? Was? Und hier war auch nichts, ne? Nee.
voll der unheimliche Nebel da unten. Nur um Leistung zu sparen, ernsthaft? Mein Fuß schläft wieder ein. Hier war ich noch gar nicht draußen, ne? Aber hier ist auch nichts. Nee. Was trägt Lady Pendergast? Ja, ich könnte noch mal hier so besoffen rumtorkeln, aber hier ist, glaube ich, auch nichts mehr, wo man irgendwie lauschen könnte oder so. Kann man jetzt hier reden? Vielleicht ein andermal. Okay, immer noch nicht. Ich glaube, dazu müssen wir erstmal mit den anderen fünf reden. Ich glaube, mit der redet man zum Letzten, oder? Also, nochmal zum Wiederkauen. Wir haben jetzt diesen Rat hier, der aus 7 Mitgliedern besteht. In diesem Fall heute 6. Die entscheiden quasi wie bei einem Gericht, wer wie verurteilt wird. In diesem Fall jetzt, wer der nächste Thronfolge wird, wer als nächstes auf den Thron setzen darf. Wir haben da hinten jetzt Celen, die Diplomatin, die das höchste Ansehen hat in Vol Royeau, in ganz Orlé. Wir haben halt dann den Chevalier Gaspard, Herz... Boah, Alter. Herz... Chevalier Gaspard, bla bla bla, jeder weiß, was ich meine. Der er die militärische Streitmacht hat, der sich allerdings... Ja, der hasst das Spiel... Und der wäre für den Thron als Kaiser von Orlé etwas rau, glaube ich, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite hätten wir halt Briella für Spionage und Elfen und der man bis jetzt noch nicht so richtig Trauen schenken kann, weil man über die halt nicht so viel weiß. Ähnlich wie Liliana. Das heißt, wir haben also drei Typen hier, über die wir entscheiden müssen. Quatsch. Eigentlich interessiert uns das ja gar nicht mal so richtig. Wir sind ja eigentlich wirklich nur hier wegen einem Attentäter zu finden, der es auf Zellen abgesehen hat. So, bevor ich jetzt da weitergehe ins Vestibül und Das war also Andrastes Herold? Wenn man bedenkt, wie dämlich er ist, muss er andere Qualitäten haben. Was? Fick dich! Willst du mich verarschen? Warte mal. Ich will meinen scheiß Punkt wieder haben. Danke. Gut. Ach, man kann da gar nicht hin. Ich dachte, man kann da... Herzogin von Valmontagne. Chevalier des Reichs. Heldin der Schlacht am Weißen Fluss. Gönnerin des Malers Ambrose Poirier und Cousine zweiten Grades von... Bring diese Pasteten raus zu den Diplomaten. Die Herzogin hat zu viele davon bestellt. Ich kann sie nicht alle tragen. Man kann da gar nicht hin. Liebhaber der Herzogin. Das wusste ich gar nicht. Okay, kurz mal gucken, aber ich glaube, wir haben jetzt das ganze Gequatsch. Hä, was, wie? Was? Das hat er doch nicht gespeichert? Hä, wie? Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal. Und wenn ich jetzt nochmal rede? Keine Sorge, mein Lieber. Wenn die Zeit reif ist, werde ich bereit. Ach so, das geht da, das geht doch wieder zurück. Ach so. Ich wollte gerade sagen, weil der Spielstand wurde um 14.59 Uhr oder 14.55 Uhr oder sowas gespeichert. 59. Und das haben wir es ja jetzt. So. Okay, aber wie gesagt. Wie es weitergeht, wird man dann erst in der nächsten Aufnahmesession erfahren, denn ich möchte doch jetzt so langsam mal frühstücken. Oder ein bisschen langsam wieder was trinken. Deshalb verabschiede ich mich jetzt erstmal hier komplett erstmal. Ja. Boah, Alter, die Decke. Alleine für die Decke würdest du irgendwie ein Lamborghini kriegen. Verabschiede mich erstmal von der Session hier mitten im Geschehen. Und hören uns an einer nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin. Und erstmal tschüss.